Janine Kunze. Schauspielerin, Moderatorin, bekanntes Werbegesicht und dreifache Mutter. Die 47-Jährige hat mit Tochter Lili einen eigenen Podcast. Bevor sie das Pflegeexperiment wagt, geht es für die beiden noch einmal ins Tonstudio. Hi Gunnar! Über 50 Folgen sind hier schon entstanden. Wir freuen uns, wir haben ein super Thema heute. Passend zu mir. Alt werden, alt sein. Ein Thema, das Janine sicher auch die nächsten 3 Tage beschäftigen wird. Wie geht sie selbst mit dem Thema um? Also ich finde nicht, dass ich alt bin, aber natürlich bin ich älter. Und wenn du junge Leute fragst, dann bist du natürlich mit kurz vor 50 auf jeden Fall alt. Ich finde, das erste Mal merkt man, dass man älter wird, wenn man Alkohol gekauft hat, ohne dass mich jemand am Ausweis gefragt hat. Da dachte ich auch so, Entschuldigung. Du kaufst Alkohol? Alkohol. So, wir sollten jetzt hier wirklich starten. Das geht mir jetzt hier wirklich zu weit. Noch flachsen die zwei. Doch das Altwerden der eigenen Mutter ist etwas, das die 18-jährige Lili durchaus beschäftigt. Wenn du irgendwann älter bist, denke ich, dass wir uns in einer Lage befinden würden, wo wir uns erlauben können, Pflegekräfte zu finanzieren. Das weiß man nie, Schatz, man weiß nie, aber jetzt, wenn wir jetzt aus der Perspektive reden, in der wir uns befinden. Sonst musst du es dann machen. So, denn ich finde, es gibt einfach verschiedene Grade der Pflege, die man leisten muss. Und ich glaube, dass es manchmal auch besser für die Person sein kann, die gepflegt werden muss, wenn sie professionelle Hilfe bekommt. Ich habe Angst vorm Altwerden in Form von dement sein, körperlich nicht mehr fit sein. Ja? Das ist eine Angst, die ich in mir trage. Mein heutiger Stand ist, dass ich dir ganz klar sage, also ich würde mir nicht wünschen, dass du das machst. Von Angehörigen gepflegt zu werden, ist für beide Seiten nicht einfach. Oft ist da ein Seniorenheim die Alternative. Für Janine ist das kein völlig unbekanntes Terrain. Ich bin ja ausgebildete Krankenschwester und ich habe das immer aus einer Überzeugung und einer Leidenschaft heraus gemacht. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, Menschen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen. Das ist mittlerweile 23 Jahre her. Wie stellt sich der TV-Star denn sein eigenes Leben im Alter vor? Wenn ich mir selber aussuchen könnte, gehe ich in mein Pflegeheim oder bleibe ich, solange es geht, zu Hause, würde ich natürlich ganz klar sagen, ich möchte, solange es geht, zu Hause bleiben. Also ich glaube, was für meine Mama schwierig werden könnte, ist, da sie ein sehr emotionaler Mensch ist, dass sie vielleicht öfter mal an emotionale Grenzen stößt und ein paar Tränchen vergießen muss. Also wenn sie irgendwie berührende Geschichten hört oder solche Dinge, das könnte schwierig für sie werden. Herne in Nordrhein-Westfalen. Hier wird unser Promi vielen neuen Menschen begegnen. Im Seniorenzentrum Protea Care wohnen am Schloss. Es verfügt über 80 Einzelzimmer für die vollstationäre Dauerpflege als auch Kurzzeitpflege. 30 Pflegekräfte und 18 Auszubildende kümmern sich rund um die Uhr um die Bewohnerinnen und Bewohner. 2, die hier arbeiten, die Auszubildende zur Altenpflegefachkraft Edda Demirci sowie der Pfleger und stellvertretende Pflegedienstleiter Benjamin Vogel. Beide wird Janine Kunze unterstützen. Den Promi erwartet bei uns erstmal einen tieferen Einblick in die Pflege. Dazu gehört das Medikamentenverteilen, die Waschung eines Bewohners, die Rasur, die Wundvisite, ja, auch mal eine Wunde auch mal zu sehen. Und dass der Promi halt auch tatsächlich so einen Einblick in den Alltag einer Pflegekraft bekommt. Eine Bewohnerin ist Astrid Schierbach, 49 Jahre alt und seit 2018 im Wohnen am Schloss. Sie ist von Geburt an querschnittsgelähmt und auf professionelle Hilfe im Alltag angewiesen. Ebenfalls seit 2018 hier Irmgard Zeyer, 84 Jahre alt. Ihr Zimmer teilt sich die ehemalige kaufmännische Angestellte mit einem besonderen Gefährten. Das ist unser Tweety. Der hat mich vorhin gebissen. Er war sauer. Ich war so viele Stunden heute wieder weg. Ne, dann ist er richtig sauer. Ein anderer Bewohner ist der 86-jährige Alwin Kohl. Auch er ist seit 2018 im Wohnen am Schloss. Früher hat er leidenschaftlich gerne Papageien gezüchtet. Doch seit einigen Monaten ist er alleine auf seinem Zimmer. Ja, ich sitze hier und warte, dass ich einschlafe. Und dann schlafe ich ein und dann werde ich wieder wach und dann geht das wieder von vorne los.
Alwin Kohl ist einer von 11 Demenzerkrankten in dem Wohnbereich. Das Schwierigste bei uns im Beruf ist tatsächlich, dass wenn man eine Nähe zu einem Bewohner aufgebaut hat, dann auch mit so belastenden Situationen zurechtzukommen, wenn ein Bewohner sich vom Allgemeinzustand her so stark verändert hat, dass er halt in der palliativen Phase oder halt in der Sterbephase sich befindet, dass man das als Pflegekraft auch erstmal aushalten muss. Aber wen dürfen die Pflegekräfte und Seniorinnen und Senioren denn erwarten? Wir zeigen Ihnen ein Bild von Janine. Ich bin sehr glücklich mit der Auswahl. Die ist nett. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ist eine Filmschauspielerin? Ist mir nicht bekannt. Wer ist bei Hausmeister Krause? Das Gesicht kommt wohl bekannt vor. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, und da gehe ich mal von aus, hat noch keinerlei Erfahrung in der Pflege. Damit liegt er bei der gelernten Krankenschwester Janine falsch. Jetzt wird die 47-Jährige sehen, was sie selbst im Alter erwarten könnte. Süß. Also ganz ehrlich, ich erkenne jetzt keinen großen Unterschied, oder? Kurz darauf geht es vom Kölner Tonstudio ins rund 90 Kilometer entfernte Seniorenzentrum Wohnen am Schloss in Herrn. Janines Arbeitsort für die nächsten 3 Tage. Der erste Morgen. Die Frühschicht der Pflegekräfte beginnt täglich um 6.30 Uhr. Die Schauspielerin und Moderatorin tritt ihren Dienst an. Allerdings mit gemischten Gefühlen. Also ehrlich gesagt, letzte Nacht habe ich gar nicht gut geschlafen. Das ganz frühe Aufstehen jetzt, dass man wirklich um 6 Uhr mit der Arbeit anfängt, das haben wir als Schauspieler sehr, sehr selten. Wahrscheinlich breche ich nach dem Frühstück oder dem Mittagessen zusammen. Bis dahin dauert es jedoch noch etwas. Zunächst steht die Morgenrunde auf dem Plan. Janine wird erst Pflegedienstleiter Benjamin unterstützen. Den bringt sie vorher noch auf den letzten Stand. Ich habe die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Ach. Ich bin tatsächlich examinierte Krankenschwester. Okay. Aber das ist so lange her. Bitte tu so, als hätte ich noch nie irgendwas gemacht oder wüsste von nichts. Ich weiß auch von nichts. Ist jetzt wie lange her? Ich habe aufgehört, im Krankenhaus zu arbeiten. Oh Gott, das sind 23 Jahre. Ich dachte, der noch schläft. Na. Guten Morgen. Morgen. Mein Gott. Hallo. Na, gut geschlafen? Gut geschlafen. Herr Direktor, ja? Rainer Paulczynski, 69 Jahre alt und seit 2018 hier. Der frühere Schuldirektor ist nach einem Schlaganfall auf Pflege angewiesen. Doch mental ist er nach wie vor fit. Ja, wir starten direkt, ja? Was? Wir starten direkt. Hör auf, Mann. Oh mein Gott, nee. Nee. So. Nee. So. Wie? Nein! Hör auf! Liegt das jetzt an mir, dass du den so früh wächst? Nein. Ey, 7 Uhr. Ja. Nee. Auch wenn es den Zeitplan durcheinander bringt, gönnt Benjamin ihm noch etwas Ruhe. Jo. Schlafen Sie gut. Ja, Sie schön, nicht hören, ne? Schön. Bis gleich. Ja, oder? Bis gleich. So ein bisschen 5 Minuten, ne? Ich sagen. Kann nicht mehr. Danke. Möchte ich später, dass um 6 Uhr einer reinkommt und sagt, so, wir fangen jetzt an zu waschen? Also ich glaube, das wäre auch das nicht mein Ding. Das wollte ich heute noch nicht. Genau. Das wollte ich heute nicht. Ja, diese Bewohner mit einem Betreuer haben immer noch das Recht, ja, auch zu sagen, nee, passt mal auf, Leute, das ist mir zu früh. Ne, weil ich, wie gesagt, ich möchte später auch nicht. Ja, also warum soll ich mir das Recht rausnehmen, dass ich jetzt sage, okay, ich mach's bei euch? Ben, ich wünsche mir so, so sehr, wenn ich in der Situation bin, dass ich einen Pfleger habe wie dich. Der sich freut, dass ich ihn rasiere. Der 86-jährige Alwin Kohl ist schon fast fertig. Was noch fehlt, ist seine morgendliche Rasur. Auf die bereitet sich unser Promi schon mal vor. Und das sehr gründlich. Jetzt habe ich vor lauter Aufregung irgendwie 38 Handschuhe geholt. Braucht kein Mensch. Ich habe meinen Mann auch schon mal rasiert. Ich wollte das mal ausprobieren. Ja. Ich habe das gut gemacht. Öfters oder nur einmal? Ja, nee, schon öfters. Bei einmal hätte ich mir dann jetzt auch Gedanken gemacht. Nach 23 Jahren arbeitet die ausgebildete Krankenschwester zum ersten Mal wieder in der Pflege. Herr Kohl zumindest lässt Janine freie Hand. Vom Gefühl her schon mal alles so in Ordnung?
Ja, vom Gefühl her. Ja, das hat sie uns, weil sie das noch nie oft gemacht hat, hat sie das gut hingekriegt. Pflegekräften fehlt meist die Zeit, um die Menschen in ihrer Obhut kennenzulernen. Persönliche Gespräche gibt's nur während der Pflege. Wie hieß denn der erste Vogel? Der graue Gelitz. Der graue Gelitz. Wird er auch genannt. Grau Gelitz. Und wie hieß der erste Vogel? Der hieß genauso. Nee, hatte der einen Namen? Also haben Sie dem Namen gegeben, so Karlchen oder Peter oder sowas? Das machen wir meistens nur bei Papageien. Aber bei Kanarienvögeln nicht? Nein, der ist nur zum Pfeifen da. Ja, das ist immer schön, wenn man mit Tieren zusammen. Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Alwin hat eigentlich das Schicksal getroffen, vor dem ich am meisten Angst habe. Alt und einsam zu sein. Keiner ist mehr da. Nee, da muss ich noch einmal. Und? Naja, belassen wir das. Ja. Sehr gut. Ich habe noch ein kleines bisschen nachgebessert, wo die Haare noch so ein bisschen zu viel waren. Das Schicksal des Senioren hat bei der prominenten Pflegekraft Janine Kunze Spuren hinterlassen. Boah, der berührt mich irgendwie total. Das ist echt verrückt. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob er mich an meinen Papa auch erinnert. Keine Ahnung. Ja. Das ist, ja, hat man manchmal, ne? Ja, das ist Gott, hör auf. Gott im Himmel. Alles gut? Ja, alles super. Da, da, da. Alles gut. Oh. Schon nach kurzer Zeit auf der Station wirkt Janine ziemlich mitgenommen. Ja, das ist so ein feiner Mensch und der ist so, so lieb. Und man guckt ihn an und denkt, es kann doch nicht sein, dass er so einsam ist. Ach, das quält mich total. Ja, es irgendwie tut einem das sehr weh, wenn man denkt, dass Menschen so alleine und einsam dann irgendwie sind. Und die sind natürlich hier toll aufgehoben, ne? Das ist ein großes Geschenk und das sehe ich auch. Aber ich würde mir so für Alwin wünschen, dass noch viele Menschen da werden, mit denen er auch Zeit verbringen kann. Mir tut das sehr leid. Die Schauspielerin hat sich bei diesem Experiment darauf gefreut, vielen Menschen zu begegnen. Doch die Realität im Seniorenheim sieht weitaus härter aus, als man es sonst aus Film und Fernsehen gewohnt ist.